Wo ist Hillichkinders von Mittengard? Und Hartlikwil kann man ihm sagen heil. Von Dach geidet um die Sagewelt von der ollen heidenschen Fräsen. Auf Bäder secht im Dad, wat wir mehr auf Männer sicher darüber weten. So, sit je to mi an der Tür, gun jo ein Horn voll Met, auf min wegen Oaken Kracht an Grog, und hör to, wat ich je unter Tiften von der Tee to vertellen weet. Und dat war Fräsk. Die alten Friesen werden bereits in der Antike als Stämme an der Nordsee erwähnt. Sie sollen zum Stammesverbund der Ingvionen gehört haben, zu denen unter anderem auch die Chauken, Teutonen und Kimmern gezählt wurden. Auf Lateinisch wurden sie Friesi genannt. Ihr Name, der in ihrer Sprache vielleicht Frisios gelautet hat, könnte mit »die mit dem frisseligen Haaren« übersetzt werden, also Menschen mit lockigen Haaren. Obwohl nicht eindeutig gesagt ist, dass diese Friesen bereits Germanen waren, ist es sehr wahrscheinlich. Sie wohnten bereits damals an der Nordseeküste und besiedelten zudem einen großen Teil der Niederlande. Unter den frühesten Erwähnungen der Friesen ist ein Bericht des römischen Kriegsherrn Claudius Drusus. Dieser begann im Jahr 12 vor Christus eine Reihe von Feldzügen gegen germanische Stämme wie die Sugambra, Chauken oder Chatten. Im Verlauf der insgesamt 4 Jahre dauernden Feldzüge wurden den Frisi genannten Stämmen zwischen Ems und Südersee eine regelmäßige Tributzahlung auferlegt. Außerdem stellten sie dem Imperium Krieger zur Verfügung. Der Römer Tacitus beschrieb die Friesen als Stämme mit schwach ausgeprägter Hierarchie, aber mit einflussreichen militärischen Anführern, deren Autorität eher auf ihrem aktiven Beispiel als auf Titeln beruhte. Aufgrund ihrer dürftigen Lebensumstände waren die Tributzahlungen der Friesen relativ milde. Doch später sollte sich das ändern. Tacitus berichtet, dass ein römischer Gouverneur Kuhhäute von der Größe von Bullen forderte, obwohl die Friesen nur über kleine Rinder verfügten. Als das nicht genug war, wurde von den Friesen schließlich Land, Frauen und Kinder konfisziert. Daraufhin rebellierten die Friesen, erhängten die römischen Steuereintreiber und jagten die Verwaltung aus dem Land. Der Aufstand wurde später von Rom erfolgreich zerschlagen, doch nicht ohne hohe Verluste auf Seiten des Imperiums. So sollen Tacitus zufolge 900 römische Krieger den Tod durch friesische Hände gefunden haben, während weitere 400, die von Friesen auf dem Landsitz eines ehemaligen Söldners umzingelt wurden, Selbstmord begingen. Unter den Nachbarstämmen stieg das Ansehen der Küstenbewohner erheblich. Das war im Jahr 28 nach Christus. Später sollen friesische Söldner an der römischen Invasion in Britannien teilgenommen haben. In den folgenden Jahrhunderten wurde es still um die antiken Friesen. Viele Siedlungen wurden mit der Zeit aufgegeben. Wahrscheinlich aufgrund klimatischer Veränderungen, welche damals Überschwemmungen und Krankheiten zur Folge hatten. Im 5. Jahrhundert machten sie möglicherweise bei einigen Raubzügen der Sachsen und Angeln auf die britischen Inseln mit, ohne jedoch wie diese Stämme später dauerhaft in Britannien zu bleiben. Eher war das alte Friesland geografisch günstig gelegen, um von dort nach Britannien zu fahren. Denn die Jüten nutzten das Gebiet für ihre Angriffe auf die Insel. Ab dem 6. Jahrhundert stieg die Bevölkerung in Friesland wieder an. Allerdings scheint es sich bei diesen neuen Friesen hauptsächlich um Einwanderer aus sächsischen und anglischen Gebieten zu handeln, was erklären würde, warum die altfriesische Sprache starke Ähnlichkeit zum Altenglisch ihrer nach Britannien ausgewanderten Stammesgenossen hatte. Da sie in Gebieten der alten Friesen lebten, wurden diese Menschen ebenfalls Friesen genannt. Falls da noch Reste der antiken Frisi der Römerzeit existierten, sind sie in den Friesen der Völkerwanderungszeit aufgegangen. Im heutigen Ostfriesland beispielsweise lebten zuvor die germanischen Chauken, ein Volk, das später unter anderem auch von den Sachsen assimiliert wurde. Im 7. Jahrhundert wurde schließlich die Siedlung Duristat gegründet, Dorestad, in der Nähe des niederländischen Utrecht. Von dort weitete sich ihre Macht ins mittelalterliche Brügge in Belgien aus.
Im selben Jahrhundert hatte der Franke Pippin einen Teil Frieslands erobert, welches somit christianisiert wurde. Das geschah durch den Angelsachsen Willibrord, der damit im Jahr 690 begann. In dieser Zeit gerieten die Friesen mit den Franken aneinander, erst unter Pippin und später unter Karl Martell. Dessen Gegenspieler auf friesischer Seite war der berühmte König Radbot, der über das Großfriesische Reich herrschte und Friesland vehement gegen die Versuche der Franken, das Christentum einzuführen, abschirmte. Nach seinem Tod wurde das Land von Karl dem Großen erobert und nach christianisiert. Allerdings gab es zwei friesische Aufstände gegen das Frankenreich. Den ersten in den Jahren 782 bis 785, und zwar zuerst von den Friesen östlich der Lauers. Diesem Aufstand schlossen sich später auch andere Friesen an. Dabei wurden Priester getötet, Kirchen niedergebrannt und eine Menge bereits getaufter Friesen wandten sich wieder dem Heidentum zu. Sie standen auch dem westfälischen Herzog Widukind und seinen Sachsen im Krieg gegen Karl den Großen bei. Beim Aufstand von 793 ging es darum, dass Sachsen und Friesen gezwungen wurden, die Franken im Krieg gegen die Awaren zu unterstützen. Auch hier wandten sich viele wieder den alten Göttern zu und die Geistlichen mussten um ihr Leben fürchten. Die letzten heidnischen Friesen an der Schleswiger Küste nahmen sogar erst im 11. Jahrhundert den neuen Glauben an. Und das auch nur, nachdem die Taufe nicht mehr automatisch die Unterwerfung zur Folge hatte. Ab 810 nach Christus griffen Wikinger aus Dänemark Friesland an. Damals war es noch unter fränkischer Herrschaft. Deshalb wurden sie von der Verpflichtung, für das Frankenreich im Ausland zu kämpfen, befreit, um ihre Heimat verteidigen zu können. Die Wikinger besetzten mehrere Stationen in Friesland. Zuerst unter Rorik, später unter Gutfried. Der Terror der Wikinger in Friesland stellte nicht nur eine große Belastung für die friesische Bevölkerung dar, sondern auch eine Gefahr für das Frankenreich. Bei der Schlacht von Norden im Jahr 884 konnten die Wikinger besiegt und für immer aus Friesland vertrieben werden. Dieser Sieg gehört zu den Ereignissen, die die Zeit des friesischen Friedens einleiteten. Aber das ist eine andere Epoche und eine andere Geschichte.